Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hasselbach Box von Plusmacher. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hasselbach von Plusmacher, das Ganze am vergangenen Freitag, am 22.06. erschienen. Und wie der ein oder andere weiß, gab es dazu zwei Editionen, zwei verschiedene Boxen. Und zwar sehen die ident aus. Einmal diese Box hier, diese hat die Luftmatratze beinhaltet, die habe ich euch bereits gezeigt. Und heute stelle ich euch die zweite Box vor, die zweite Variante. Und diese beinhaltet bis auf einen Artikel genau dasselbe, also genau das gleiche. Und zwar wurde die Luftmatratze in diesem Fall durch eine Bauchtasche ersetzt. Also, von außen ist das Ganze ident. Wir machen das Ganze mal auf. Hin und wieder gibt es das ja. Das letzte Mal, dass ich mich erinnern kann, war bei Rolex Sash von Oleg Sash, dass man hier wirklich so zwei Varianten gemacht hat. Wobei man sagen muss, bei der Rolex Sash Box war auch die Optik der Boxen anders und die T-Shirt Box war deutlich größer als die mit der Uhr drinnen. In diesem Fall, auch wenn die Luftmatratze jetzt nicht mehr drin ist, die Größe, das Design, die Optik, alles ist gleich geblieben, bis auf den Inhalt. Gut, wir haben hier eine weiße Box, oben lesen wir Goldbräuler präsentiert Hanfblattbox, Hasselbach Plusmacher produziert von The Breed und dann haben wir hier dieses Hanfblatt in der 100-Euro-Schein-Optik, Unterseite blank weiß, rechte Seite ebenso, Oberseite und auf der linken Seite lesen wir dann auch wieder Hanfblattbox Hasselbach Plusmacher. Auf der Rückseite haben wir Barcode und Credits. Und das Spannende ist, hier wurde ein Barcode drüber geklebt. Ich gehe mal stark davon aus, dass es hier die alte Verpackung ursprünglich war, mit dem ursprünglichen Barcode der Luftmatratzenbox und dass man hier dann aber diesen Barcode drüber gemacht hat und dieser eben dann die Bauchtaschenbox beinhaltet. Gut, wir schauen hier mal, wir haben hier so ein Siegel, das ich jetzt gerade gebrochen aufgeschnitten habe. So, genau, und da kommt uns auch schon der Inhalt entgegen. Wir haben hier einmal die Bauchtasche, die Geldklammer, das Album an sich, Instrumentals, die Bonus-EP, einen quadratischen Sticker, eine unterschriebene Autogrammkarte, ein Schlüsselband, dann haben wir hier einen Tourflyer, Tourdates und ein Poster. Von innen die Box glatt weiß. Machen wir mal zur Seite. Und nachdem hier diverse Sachen noch eingeschweißt sind, in dem Fall das Album und diese Geldklammer, holen wir die mal jeweils aus der Verpackung. So, einmal die Geldklammer und dann einmal das Album. So, gut, dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus, Hasselbach Plusmacher, also das Cover wie auch schon auf der Box. Goldbräuler präsentiert, lesen wir oben. Dann hier Interpret plus Albumtitel und wieder dieses Hanfblatt in 100 Euro Optik, produziert von The Breed. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case, hier an der Seite blank weiß. Hier lesen wir auch wieder Plusmacher, Hasselbach. Und auf der Rückseite haben wir dann Plusmacher abgebildet, einen Barcode und die Tracklist. Spannenderweise hier im Eck, 14 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von Morlock Dilemma, Botanica, SDK, Karate Andy, Teasy, Frauenarzt, MC Bomber und nochmals Botanica. Gut, so, dann schauen wir mal ins Booklet. Einmal die Hände von Plusmacher, dann die ersten vier Tracks mit den Infos darüber, wer war daran beteiligt, wer hat das Ganze produziert. Plusmacher und das dürfte wohl dann Botanica sein. Plusmacher hier im Hochformat über beide Seiten.
jede Menge Gras und weitere Tracks aufgelistet. Und zum Abschluss nochmal eine Aufnahme von Plusmacher. 100 Euro Scheine, ein Bündel 100 Euro Scheine mit einer Rolex umbunden. Und dann haben wir noch die Credits der Beteiligten. Sehr schön. So, das Album sieht dann so aus, beziehungsweise die Album-CD. Hasselbach Plusmacher. Und hier auf der Rückseite auch wieder das Gras. Das heißt, man kann das Blatt hier perfekt so anordnen, dass es sich hier so ergänzt. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Die kommen in einer goldenen Papphülle, in einem Digisleeve. 14 Tracks an der Zahl. So sieht das aus. Hasselbach Instrumentals in Gold und Weiß gehalten. Dann die Bonus-EP zum Album. Die Hasselbach Bonus-EP. Hier sehen wir den Plusmacher auf einem, es dürfte ein Postkasten sein, sitzend. Und hier haben wir keine Tracklist. Allerdings sind diese, jawohl, auf der CD aufgedruckt. Und wir haben hier 9 Tracks, wobei die letzten 4 sind Instrumentals, also haben 4 neue Tracks, dann den Hotboxen Remix und die ersten 4 Tracks in der Instrumental-Version. Und wir haben hier Features von Botanica, Fresh Face und auf dem Hotboxen Remix sind drauf SDK, Taimo, Hima Ede, Botanica, Hayes, Lackmann und El Karim. CD in Grün und Weiß in einem Digisleeve. Ja, nicht wirklich Boxen halt für mich, aber wir haben hier so einen kleinen Flyer von Eden Germany. Und zwar haben wir hier die Tourdaten der Hasselbach Tour 2018. Könnt ihr natürlich vorbeischauen. Dann haben wir eine Geldklammer in Goldoptik. Und zwar sieht die so aus. Hasselbach Plusmacher und auch hier wieder das Hanfblatt eingraviert. Rückseite glatt. Sehr schön. Dann ist dabei ein Schlüsselband in Weiß. Das Ganze ist einseitig bedruckt. Und auch hier lesen wir wieder Plusmacher Hasselbach mit seinem goldenen Blättchen abgebildet. Standardverschluss vorne, Metall. Eine Autogrammkarte im Querformat, hier mit goldenem Stift unterschrieben. Plusmacher, der hier gerade von den Ordnungshütern hochgenommen wird. Und auf der Rückseite Werbung für Profit. Das ist ja das Merchandise oder die Marke von Plusmacher. Auch hier wieder Botanica mit am Start. Dann haben wir mit dabei einen Sticker, quadratisch. Wie auch schon das Cover designt, Plusmacher und Hasselbach zu lesen. Ein Poster ist mit dabei. Und zwar sieht das dann so aus. Goldboiler Records lesen wir oben und darunter Plusmacher. Das Ganze im Hochformat und einseitig bedruckt. Und dann haben wir den Inhalt, beziehungsweise das Stück, durch das sich diese Box von der anderen, von der regulären Hanfblattbox unterscheidet. Also wie gesagt, wir haben hier statt der Luftmatratze diese schwarze Bauchtasche, diese Umhängetasche mit dabei. Und zwar lesen wir hier einmal vorne Hasselbach Plusmacher in Gold und Weiß aufgestickt. Auf der Rückseite haben wir so eine Öffnung für Kopfhörer, die man hier durchstecken kann und dann MP3-Player oder Handy entsprechend drin verstauen kann. Das Ganze kommt mit einem Gurt, der hier mit einer Plastikschnalle zu öffnen und zu schließen ist. Das Ganze natürlich größenverstellbar, also je nachdem, um den Bauch, um die Hüfte zu tragen oder um die Schulter zu hängen, je nach Belieben. Und dann haben wir jetzt 2 Reißverschlüsse auf der vorderen Seite. Und so haben wir einmal das große Fach, hier mit noch so einem kleinen Seitenfach, mit so einem Netz getrennt. Sehr schön. Also das Fach ist hier echt ziemlich umfangreich. Dann haben wir hier noch so ein kleines Päckchen dabei. Jawohl, so ein Silica-Gel-Päckchen, das Ganze schön trocken bleibt. So sieht das aus. Und dann haben wir vorne noch einen Reißverschluss, der uns ein zweites Fach öffnet. Und dieses ganz schlicht gehalten.
Also ohne Eingriff oder Netz oder irgendwelche Trennungselemente. So sieht das aus. So, zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Bauchtasche. Dann das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Das Schlüsselband in Weiß, Schwarz und Gold. Der Sticker quadratisch. Die Autogrammkarte mit goldenem Stift unterschrieben. Die Geldklammer. Die Hasselbach Bonus-EP. Die Instrumentals zum Album, ebenso wie die Bonus-EP in einem Digisleeve in der Papphülle. Und natürlich das Album an sich, Hasselbach im Standard Schulcase. Das alles in dieser wunderbaren Box, Hasselbach von Plusmacher. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Plusmacher unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.